Ja, liebe Leute, ich begrüße euch heute zu einem neuen Format und zwar will ich YouTuber, bekannte Personen, vielleicht auch aus Deutschland oder internationale Bekanntheiten der Welt einfach mal bearbeiten zu Charakteren, zu Nintendo-Charakteren, zu Pokémon oder zu sonstigen Gestalten, Leute. Wie gesagt, ein kleines lustiges Format, ein Spaßformat, was, wenn es euch gefällt, natürlich auch öfter kommen könnte. Und zwar haben wir uns einfach bekannte YouTuber rausgenommen und haben heute die einfach zu Nintendo-Charakteren bearbeitet und seht selbst, was dabei rausgekommen ist. Aufnimmt. Ja, wunderbar. So, alles klar. Hier sind wir in Photoshop. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Mit welchem YouTuber wollen wir da anfangen, Digga? Welcher YouTuber? Den Standard-YouTuber ApoRed oder wen wollen wir anfangen? Den also sollen wir jetzt erstmal ein Klischee machen? Ja, warte mal. Ich habe nämlich da eine Idee, wenn wir so einen Klischee-YouTuber jetzt holen wollen. Ja, so ein Klischee. Der gerade so ein Hype ist. Lass mal Big hier machen. Ja, Digga. Okay. Mit seinen Bros. Bekir, komm, der muss doch irgendwo. Natürlich nicht, ey. Da oben. Hier, that's Bekir, hier. Okay. Welches Bild nehmen wir denn da mal? Warte mal, hier, das. Nee. Obwohl, doch. Sagen wir das so? Doch. Ja, das ist gut, Digga. Okay. So, jetzt muss ich ihn erstmal ausschneiden. Das ist natürlich immer ein bisschen lame, aber. Jetzt erstmal Diddy Kong öffnen, erstmal gucken. Lol, guck mal das hier. Warte. What the fuck? Erstmal brauche ich diese Cappy, warte. Aber dann müssen wir die Haare ja komplett wegmachen. Die markanten Haare. Schon wertvoll, ne? Aber warte, gibt's einen mit Afro? Ey, wir müssen aus ihm Toad machen eigentlich. Ja, ne? Das ist die Idee, Toad. Er ist ein Toad, das ist ein was Toad, für Diddy. Alter. Das ist ein Toad. What the fuck? Oh Mann, ey. Ich werd verrückt. Guck mal hier, so ein Toad. Stell dir vor, wenn Toads geboren werden, sehen sie aus. Ey, ich hab mal gehört, dass es nur eine Mütze sein soll. Ja, hier, guck mal, echt? Daher. Ja, guck mal, das ist aus dem Dings offiziell Anime. Als ob. Doch. Als ob die nur so. Wow. Hast du das gedacht? Hä? Nee, ich hab immer gedacht, das wächst schon mit der Zeit, wie so ein Pilz. So. So, aber ey, die Augenbrauen. Ich hab eine Idee. Wir schneiden, die Augenbrauen darauf? Ja, wir schneiden die Augenbrauen aus und kleben sie dann noch so darauf und biegen die dann nochmal so ein bisschen, weißt du? Wie so ein richtiger Cartoon-Charakter. Okay, das machen wir. Oh mein Gott, das sieht göttlich aus. So, warte mal, ich will hier das auch nochmal, das nervt mich die ganze Zeit schon. Diese kleine Ecke da von dem Tod noch. So, warte Tod sind doch immer so fröhliche Menschen, ey, so fröhliche, weiß was ich was. Schön, guck mal, und ja. Guck mal, da geht man hier einfach auf Lächeln. Oha! 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 Das ist so gut! Das Maximum, komm, das Maximum. Er sieht aus wie so ein Hund, so ein trauriger Hund. Okay, ey, eine Hand braucht nichts. Okay, Leute. So, noch einmal hier auf Fullscreen. That's Big here, oder wie heißt der? That's Big here, ja, genau. That's Big here, genau. Guck mal, wusste ich's doch. That's Big here als Toad hier, Leute, nochmal den Vergleich. Also, falls bei YouTube nicht mehr laufen sollte, kann er sich ja bei dem Park bewerben, der gerade Nintendo macht. Ja, stimmt, Nintendo Park. So, warte. Gronkh, nehmen wir das bekannteste Bild hier, das kennt doch jeder, oder? Ja. Jetzt haben wir den Big Onk im Haus. Der Gronky Onk. Doc Onk. Okay. Das wird schwer. Das Ding ist, du weißt, Donkey Kong. Bei harte Sau.
Das Ding ist, wie wollen wir das machen? Duplizieren wir einfach immer seinen Bart? Trainiert. Wie wär's denn, wenn wir einfach den, wir nehmen den Körper von Donkey Kong. Meinst aber du? Das ist so lame. Ja. Das ist so lame. Er muss ja ein bisschen menschlich aussehen. Er sieht so aus, als wäre er auf Massephase. Wir brauchen so einen Massephase-Körper. Oh, das erste, das zweite, das können wir doch gerade holen, oder? Mit ja, so, das bitte, perfekt. Mit den Hot Pepperoni Nipples. Pepperoni. Guck mal, guck mal die Testo, Alter. Setzlich? Komm mal. Das ist schon. Oh mein Gott. Sieht real aus. Warte mal. Jetzt, ey, wenn wir schon dabei sind, dann muss ich auch ein bisschen hier von Gronkh ein bisschen die Farbe. Oh. Ja, dann nehme ich mir davon den Bart. Nur der noch größer ist. Aber der arme Gronkh, Alter. Wenn das, ey, der wird das eh nicht sehen, aber wenn er das sieht, ey. Oh Mann. Hinter gleich, wir sind Hater. Brauchen wir hier so, warte mal, wie viel nehme ich denn davon? So am besten, ne? Ja. Und dann duplizieren des Todes. Sieht aus wie so ein Fake-Tattoo, Digga. Das ist ein Aufkleber. So, Donkey Kong, Leute. Nein, warte, noch sind wir nicht fertig. Noch brauchen wir leider... Ja, da müssen, die müssen wir aber aufschneiden. Ich will die schön haben. Der eine Donkey Kong hatte eine schöne Krawatte gehabt. Die so. Bevor wir uns die Arbeit machen. Ich glaube, ich hatte die noch. Warte mal, irgendwo in meinem Download-Ordner. Warte ganz kurz. Du es glaubst oder nicht? Ich habe so eine Krawatte. Er braucht noch den kleinen Zipfel auf dem Ding. Oh, eigentlich braucht er auch noch eine Affenfresse und der Bart muss ihm in dem Gesicht weg eigentlich. Aber wie? Wie? What the fuck? Der arme Junge, ey, der arme Junge. Das sieht aus als wie die von Tyrion, Digga. Ja, stimmt. Okay, ey, Leute. So, Leute, das ist unser Gronkh Donkey Kong. Wir haben viel zu lange dran gesessen. Ohne Witz, viel an ihm haben wir ungefähr 40 Minuten oder so einen Scheiß gesessen. Nur an diesen Scheiß. Und ich muss das alles noch schneiden, ich kann heulen. So, nächster, komm, einen machen wir noch. Das machen wir jetzt was noch, okay? Wir aus denen? Komm. Also, ihn machen wir Bowser ganz schnell, Bowser? Okay? Schick mal ein gutes Bowser-Bild, was in den gleichen Winkel ist, schon mal. Ich schneide ihn aus. Wanna see my magic trick? Wie das aussieht. Oh mein Gott. Und jetzt noch Wischfinger hier, bisschen stut, stut, stut. Warte. Zack, weg sind die Augenbrauen. Das ist ein Magic Trick, ey. Oh mein Gott, das sieht aus wie ein schlechtes Cosplay. Mach ein Gracious Sharingan rein. Kriegt er noch Zorros Auge. Oh, warte, hier, Farbt und Sättigung. Das ist komplett weiß. Dann können wir ganz hell sein. What the fuck? Hör auf. Das sieht eigentlich voll gut aus. Das sieht echt gut aus. Noch als Hintergrund eine kleine Prise Feuer. Ja Leute, ich hoffe, euch hat der Unsinn gefallen einigermaßen. Und ja, ich sehe es ja an den Daumen hoch und an den Kommentaren, ob ich sowas wieder machen soll. Ansonsten bin ich jetzt raus, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Guckt beim Tadi vorbei. Link ist in der Beschreibung. Ciao und tschüss.